Jo, jetzt mal, ja, kein Spiel, auch kein anderes Video, Unboxing oder so, obwohl ich hätte gehabt, aber, nö. Ich wollte euch einfach nur frohe Ostern wünschen und das war's eigentlich auch schon. Die schicke Musik, die ihr übrigens hört, ist, ein Titel aus World of Warcraft, genau. World of Warcraft, gerade Tempel, wo gerade welcher Tempel ist, das steht hier nicht. Also, ist hier noch mehr Informationen? Ich schau mal. So. Na, ist auch egal. So. Ja, das war's schon. Das passt ja nicht so gut. Was anderes noch? Wir wechseln auf die Taverne. So. Ist besser. Weil die Musik düster wird, weil es natürlich sehr viele düstere Titel bei World of Warcraft. Und wir haben ja Ostern, das sollte nicht so düster sein. Obwohl das Wetter da draußen, das ist, ja, das ist wirklich düster. Frost. Was haben wir jetzt? 1 Grad, okay. 1 Grad plus und ja, mehrfach Schneefall haben wir. Ja, unser Osterfeuer hier in der Gegend ist ein reiner, ja. Wie nennt man das? Das war eine riesengigantische Rauchwolke. Die haben das gar nicht so richtig anfeuern können, weil es eben halt zu nass ist. Ja. Ich habe jetzt noch einen Bildschirm, so ein Lagerfeuer als Osterfeuer. So, das muss reichen. Ja. Nee, das wollte ich. Ich wollte nur euch einfach mal schöne Ostern wünschen und ja, euch allen danken, dass ihr mich abonniert habt und hin und wieder meine Videos guckt. Ja, wäre schön, wenn wir noch weitere 5 dazu bringen könnten, mich zu abonnieren. Da hätten wir zumindest 50. Und weiß nicht, bei 50 sollte ich schon so ein kleines Special-Video machen. Weiß ich noch nicht. Bei 50 ist natürlich keine herausragende Menge an Abonnenten, aber wenn man bedenkt, dass das bei mir bald ein Jahrzehnt gedauert hat, diese dann zu erreichen, ja, dann ist das vielleicht eins wert. Zumindest erwähnenswert auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Ich hoffe, das schaffen wir dieses Jahr noch. Oh, mein Pegel geht weit ins Rote. Ich hoffe, ich schreie euch nicht zu sehr an. Aber in den letzten Videos ist mir aufgefallen, ich war zu leise. Und jetzt habe ich das ein bisschen lauter gemacht. Habe ich jetzt total übertrieben. Ich hoffe, ihr könnt die Musik im Hintergrund hören. Ja. Okay, ist Musik. Ruins. Egal, kann man ja laufen lassen. Das ist nicht so schlimm jetzt. Ja, und vor allem bin ich auch schon am Ende, glaube ich. Ich wollte ja nicht großes, langes Monolog halten. Ich wollte euch einfach nur schlicht frohe Ostern wünschen. Und ja, ein paar Minütchen sollten wir ja schon zusammenkriegen, damit das lohnenswert des Hochladen ist. Ja, was mache ich Ostern eigentlich? Ja, wie wird morgen mein Sohn erstmal schön Ostereier suchen gehen lassen. Also ich habe schon versteckt. Ich habe sie schon alle versteckt. Das war natürlich der Osterhase. Ich mache sowas natürlich nicht. Ja. Und bei Tempel. Irgendwas Eingangssong war auch ganz schön. Was finde ich denn wieder? Forest, mal sehen. Evergreen Forest. Oh, das geht auch, ne? Ach, das kann man auch machen. Das ist schön. Ja, also ne, Eier versteckt habe ich schon. So, und dann, ja, dann ist geplant, dann noch ins Kino zu gehen. Ja, treffe mich noch mit den Kollegen. Ja, so wird der Tag, der Ostertag ablaufen. Wir werden natürlich schön essen, klar. Lecker essen. Ich mal gucken, ich muss ja kochen. Frau ist außer Haus, die ist zu einem Treffen mit Freunden. Ja, das ist dann ein sehr. Sehr ruhiges Ostern aus. Nur mit meinem Sohn. Ja, okay. Ja, das ist es schon. Das wäre dann schon der Ostersonntag, ja. Dann Montag. Was habe ich Montag auf dem Plan? Da habe ich noch gar nichts geplant. Vielleicht machen wir dann und planen wir noch einen Kinobesuch ein, weil da wäre ja noch ein Film auf dem Plan, den wir noch sehen möchten. Und dann ist ja Urlaubszeit, diese Ferienzeit zu Ende für mich. Noch nicht, ich habe noch ein bisschen Urlaub, aber für die Kinder ja dann zu Ende. Ja, unsere Große ist bei ihrer Tante, von daher, ja, sie brauche ich nicht zu entertainen, sie wird entertained. So,
Ja, das ist das schon. Also so läuft bei mir Ostern. Ihr könnt ja einen Kommentar mal schreiben, was ihr Ostern macht oder gemacht habt. Ja. Dann noch, wäre vielleicht interessant, ja, was ihr vielleicht mehr sehen wollt. Ein bisschen öfter Folgen von Sims. Also ich mache ja jetzt so zwei, drei Folgen, also zwei, drei Videos pro Woche. Nicht zwei, drei Videos, nicht ganz gelogen. Zwei Videos, ein bis zwei Videos, ne? Ja. Oder manchmal sind es auch drei, okay. Aber nicht so oft. Ja. Gut, das war's also. Habt ihr auch gleichzeitig nochmal so ein kleines Info. Es bleibt so ungefähr, dass ich immer so zwei Videos mache. Ich habe schon Gedanken gespielt, ob ich das noch weiter wieder runterschraube auf ein Video. Aber ich habe so viele Themen, die ich noch raushauen möchte. Zum Beispiel die Retro-Spiele. Das sind so Spiele, mit denen ich aufgewachsen bin. Also für die Jüngeren. Ihr könnt mal sehen, mit was wir uns unterhalten haben, welche Spiele uns beschäftigt haben und vor allem wie die Grafik da aussah. Das war dann einfach das Gameplay, was einfach ja, das Spiel attraktiv gemacht hat. Ne? Ja. Okay, und zur damaligen Zeit war es das eben der geilste Shit halt. Ne? So. Ja, aber damals hat man natürlich weniger vor eine Dattelkiste gesessen. Wie gesagt, Videos habe ich ja schon erwähnt. Wir hatten zu der Zeit die Spiele, die ich da alle anspiele, die hatte ich gar nicht. Ich hatte nur Ping-Pong, Pong und da gab es noch dieses Jagdspiel mit dem Gewehr. Das war alles so in unserem Fernseher drin. Das war ein Telefunkenfernseher. Farbe. Unser erster Farbfernseher war das. Ja. Oh, es wird wieder duster. Ich will das Düstere nicht haben. Hey, Iron Forge, hey, willkommen. Schön. Gut, aber ich denke, das ist auch ein guter Punkt, Schluss zu machen. Ich denke, das reicht. Wir haben 7 Minuten. Ich will euch nicht so, ich wollte euch nicht so lange voll schwafeln. Und deswegen, ja, frohe Ostern. Genießt die Tage. Lasst euch viele Eier schenken und ja, esst sie nicht alle auf einmal. So, das geht dann doch nachher ein bisschen, ne, auf dem Bauch. Und wir müssen ja unser Winterspeck loswerden, oder? Alles klar. Gut, denn ja, die nächsten Tage mit eurer Familie und unternimmt was, sitzt nicht die ganze Zeit vor der Glotze. Das werde ich jetzt auch nicht tun. Deswegen werde ich jetzt hier das Ding ausschalten und ne, ausschalten. Das ist gelungen. Ich muss jetzt hier erst hochladen. Danach schalte ich es auf. Alles klar. Habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und ja, hin und wieder Kommentare wäre schön. Ja, darüber freue ich mich. Konstruktive Kritiken nehme ich gerne hin. Beleidigung sperre ich, lösche ich, banne ich, wie auch immer. Ganz klar. So, gut. Habt euch wohl. Bis dann. Ciao. Schöne Ostern. Ich bin jetzt weg. Aufnahme stoppen.